So, hoffentlich fallen die mir jetzt nicht gleich ins Wort. Wahrscheinlich tun sie es aber sowieso. So, was ist da gerade passiert? Fragen sich wahrscheinlich die Leute, die das Englisch entweder sich nicht mächtig sind oder zu faul waren zuzuhören oder was weiß ich was, pipapo. So, es ging darum, ja, dafür, dass wir hier jetzt uns durchgekämpft haben, den Tower kaputt gemacht haben und damit wohl vorerst die Belagerung beendet haben, wollen wir natürlich auch eine Belohnung haben. Und der meinte, ja, ihr kriegt was weiß ich, Lieder, Statuten und sowas alles, pipapo. Und halt auch eventuell Geld und so. Und dann haben die allerdings noch herausbekommen, dass dieser fette Wanz, der dahinter war, mit dem wir gerade geredet haben, eine Tochter hat, die anscheinend irgendwie verschwunden ist oder so. Und die sollten wir jetzt anfangen zu suchen. So. Und das hat auch irgendetwas mit jemandem zu tun, der irgendeine silberne Flüssigkeit getrunken hat, die den so stark macht wie 10 Männer. Und das hat allerdings nicht so lange gehalten und das hat ihn süchtig gemacht. We're going forward. That's right enough for me. Yes. Journal updated. Dungeons of Dyford. So. Diese Gemäuer sind... Ach Gott, englischen Text zu lesen und versuchen direkt zu übersetzen, ist ein bisschen doof. Also, es hat etwas mit Kerkern zu tun, die dunkel und verwogen sind. Sie gehören zu dem alten Königreich von Dyford. Die dunklen und dumpfen Passagen, damp, ist das dumpf? Keine Ahnung. Have long been known to be inhabited by the Warger. Also die waren schon lange unter der Kontrolle der Warger, wenn ich inhabited richtig verstanden habe. It's not a place any citizen should roam if they wish to remain amongst the living. Ja, anscheinend ist es kein Gebiet für normale Bürger oder Dorfbewohner. Die sollten dieses oder haben dieses Gebiet bisher immer gemieden. Und wir werden wahrscheinlich auch herausfinden, warum das so ist. So. Ja, Pfeile. Pfeile. So, wie? So, kann ich die Waffe wechseln? Ach Gott, ich muss... Wo? Wo ist denn da etwas? Ach so! Alles klar. So, was sagst du uns denn, du Geist? Long ago, I was Seneschal to the great king of Dyford. In those days, Dyford was the most powerful kingdom the world had ever seen. A symbol of peace and culture. And her king was worshipped and admired by all but the warmongering dogs in the kingdom of Kalamur. Ja, sehr schön. Dieser Herr jemand war anscheinend ein Seneschal. Das war, glaube ich, eine Art Berater vom König von Dyford. Jo, warum hab ich... Ja, ich find's übrigens, ganz toll, dass die Charaktere, okay, die sind halt schon eher so Hau-drauf-Typen, aber man merkt schon, dass die jetzt nicht einfach ohne weiteres in irgendeine dumme Gefahr reingehen wollen. Und wollen halt schon mehr für sich rausschlagen. Die sind sehr profitorientiert, die beiden hier. Aber ob und wiefern die jetzt noch tiefere Charakterzüge haben, werden wir ja dann sehen. Ich bleib erstmal bei Elara. Halte eh. Under the sky. Ja, wir brauchen Feuer. Feuer, Feuer. Kann ich das damit machen? Nein. Nochmal. Nein. Es brennt immer noch, ne? I wonder. Ja, okay, suchen. Moment, hier ist ja auch noch was. So, ich suche erstmal kurz nach Feuer, ob ich hier direkt irgendwas finde. Anscheinend ist das aber nicht der Fall. Und wenn ich Feuer finde, sollte ich versuchen, schnell wieder zurückzukommen. Oder mir sonst etwas überlegen, wie ich das aktivieren kann. Weil das sieht mir ziemlich danach aus, als wenn das auch in eine weitere Winkelgasse führt. Ha! Nicht wahr? Die Steine gehen zur Seite und dann sehen wir einen neuen Weg. Einen neuen Weg, der uns weiterführt. Wasser oder Treppe? Treppe. Treppe, 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 Treppe. Ja, da liegt was. I stand here as an ancient god, who keeps the paths of Dyford barred. An azure light is what you need, if your hope is to proceed.
Okay, das müssen wir uns gleich wahrscheinlich nochmal anhören. An Azurite. What does that mean? No idea. But we'd best find out if we want to pass. Ich sag jetzt mal nichts dazu, dass das Spiel sich wahrscheinlich in Dreck darüber schert, dass wir gerade in einem Geröll Steine stecken. Naja, der ist anscheinend schon seit Äonen von Jahren hier drin und wartet auf ein Azurlicht. Was auch immer das Azurlicht jetzt sein soll. So, wir haben zumindest Feuer gefunden. Müssen wir dir das wieder in die Augen ballern? That's not exactly an Azure mind. Du bist ja so klug. Näh. So, Azurlicht? Ist das vielleicht Eis? Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Okay, das war nicht das. Nein. Azurlicht, vielleicht haben wir ja unter unseren Abilities irgendetwas. Da gab's doch einen Tree dafür, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, bla bla. Gold Objectives. Nein, wo ist denn Talents? Ist Home. Home, Home. Welche Taste war das? Home heißt Haus. Haus heißt Talents. Das wäre das. Aber das sind ja nicht die Skills, die Abilities. Abilities sind da. Hä? Ich verstehe das gerade nicht richtig. Verdammt, jetzt sind wir hier bei einem Rätsel und ich weiß erstmal nicht, wie... Okay, was ich vorhin gesagt habe, dass wir in einem Geröll von Steinen stecken. Tut mir leid, jetzt stehen wir wirklich da drin. Ja, könnt ihr sehen. Ha, tolle Sache. Okay, anscheinend können wir da oben noch nichts machen oder ich stelle mich gerade zu doof an. Jedenfalls, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, gehe ich erstmal in den anderen Weg. Eine Ratte! Eine Ratte. Das sieht aus, als wenn es da wieder einen Kampf geben würde. Was bist du denn? Das sieht mir so aus, als... Darf ich das nicht aufnehmen, weil ich voller Lebenspunkte habe, oder was? Was ist das? Gold. Ja. 10.000 für jeden soll es geben, wenn wir dir dem Typen da seine Tochter geben. Ja, komm her. Gap. Ja, Kiddock, schau nur zu. Hab ich kein Problem mit. Hau drauf. Genau, alles umbringen. Und so. There's a keepsake. Toll. Hauptsache, du kannst mit dem Schwert was anfangen. Alles klar, okay, anscheinend können... Da bewegt sich doch immer etwas. Neuer Bogen? Der macht aber wenig Schaden. Nee, dann nicht. Gut, jetzt hören wir uns nochmal an, was der... unser Kollege da mit dem Azurlicht will. Und dann können wir hoffentlich etwas machen. So. Dann halte ich jetzt erstmal wieder die Klappe, damit wir herausfinden, was der will. Ach, wir können ihn nicht nochmal ansprechen. Fuck. So, das ist sehr schön. Dann verstecken wir es einfach in den Steinen und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ah, nein. So, wir haben Feuer. So, das heißt, wir haben Feuer und das heißt... Wir haben Feuer. Das heißt, wir haben Feuer. Und das heißt, wir können versuchen, das zu entzünden. I certainly do know how to light a fire. Aye, this time it's a contained one. Winkelgassenpower, yeah. Ominous. Ja, eine schöne Gruft. Und Madame weiß, wie man ein Feuer anmacht. Das ist sehr schön. So, vielleicht kriegen wir hier ja unser Azurlicht. Aufmachen? Bitte? Okay, wir müssen einen Mechanismus finden, mit dem wir die Gruft erheben können. Keys. Some interactions and keys are disabled until you begin the quest that requires them. Okay, manche Knöpfe kann ich in bestimmten Situationen nicht nutzen. Wurde mir gerade erklärt.
Hier liegt der erste der drei Brüder, begraben mit einem magischen Schlüssel. Finde 4 Steinrunen in dieser Höhle, ja, Höhle, um das Siegel seines Grabes aufzubrechen. Ja, Escape for Back. Wieso geht auf einmal Licht an? Bist du ein Siegel? Bist du eine Rune? Ja, du bist eine Rune. Ich kenne mich mit Runen leider nicht aus. Aha, toll, es sind viermal die gleichen Runen. Langweilig. Ich habe gedacht, es kommen verschiedene Runen, die vielleicht auch einen Sinn haben und mit denen man sich auch auseinandersetzen könnte. Hätte man sich zum Beispiel mit germanischen Runen auseinandergesetzt. Push that. Put your back into it. Aye. Was ist? Ja, mach mal. Das will ich sehen. Funktioniert? Doch, okay. Ich wollte zuerst sagen, funktioniert nicht, aber... Ich will nicht wissen, wie schwer das Teil ist. Hast du gut gemacht. Wir gehen erstmal da lang. Vielleicht finden wir ja noch irgendetwas anderes. Nützliches. Sinnvolles. Das sieht auch aus, als würde das aufgehen, allerdings von der anderen Seite. So, das sieht schön aus. Und da würde ich eigentlich gerne hin. Weil das sieht so besonders aus. So, was ist los? Kommt her. Nee, echt? Da. Hold E. I'm on it. Wie auch immer so Luftzüge da durchkommen. Wie auch immer das gehen soll. Und wie auch immer der es schafft, das ganze Teil alleine zu bewegen. Hä, wie sich das Licht auf einmal sowas von ändert. Auf einmal ist es grün. Und, oh! Ja, es gibt Fallen. Schön. Und es hat uns nicht getroffen. Ha, das war Glück. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden die machen. Okay. Hier vibriert etwas. Ah. So haben wir schon die zweite Rune gefunden. Über die jemand anderes nicht so erfreut ist. Das ist sehr einfach. Und nochmal. Und das war's dann mit dir. Sehr schön. Wenn ich Mana öfters benutze, dann wird's wahrscheinlich allgemein ein bisschen besser laufen. So, aber da ich ja jetzt auch endlich wieder konstant aufnehme und konstant hier weitermache, sollte das wahrscheinlich auch nicht so ein Problem werden. Komme ich hier nochmal rüber? Na, fuck. Und springen kann ich ja so nicht, ne? Au, fuck. I'm dead. So, wir haben wieder Mana. Wir haben wieder Mana. Erstmal kümmern wir uns um diesen Flegel. Ja, ist gut. Das tut weh. Das gefällt mir nicht. Ich will da nicht in der Ecke drin hängen. Nein! Ich hab nur seinen Helm getroffen. So ein Shit. So. So, der nächste. Da ist irgendwas neben mir, glaube ich. So. Und tschüss mit dir. Ah. Wem sagst du das? Ah, ja, sie liebt Heiltränke. Warum? Nein, daneben! Fuck. Nein, schon wieder! Nein. Heil mich, los! Been looking for one of these. Ja, sehr schön. Und, zack! Sehr schön. Es hat funktioniert. Nein, noch mehr! Oder? Das hört sich zumindest noch mehr an. Gefällt nicht. Okay. So, jetzt... Da war Geld. Das ist sehr schön. Hier war auch Geld. Wir haben das alles doch noch mit Ach und Krach überlebt. Ich verschieße einfach meinen Mana. Ist nicht schlimm.
Drachen auch nicht. Irgendwie möchte ich gerne besser.